Grüß euch, Grüller, grüß euch, Schüler. Richtig, Muttertag steht vor der Tür und wir haben uns gedacht, was gefreut die Mama mehr, als wenn man für sie kocht. Und natürlich sollen wir uns auch freuen, weil sind wir glücklich, ist die Mutter glücklich und deswegen gibt es geile Steaks. Und da, wie es ja so oft ist, hat man vielleicht nicht allzu viel Zeit und man braucht irgendwas Spezielles. Deswegen haben wir wunderbare Dry-Age T-Bone Steaks ausgewählt und die machen wir in zwei Varianten. Einmal klassisch auf dem Gasgrill. Und das zweite ist, das zeigen wir euch im Anschluss. Also, gefällt mir drücken, Kanal abonnieren und los geht's. Und das erste von unseren guten Stücke machen wir auf dem Gasgrill, so wie es sich gehört, für die, die quasi schnell was machen wollen. Nur zum Fleisch, das sind wunderbare T-Bone Steaks, dry aged, also mindestens 21 Tage abgelegen. Du siehst direkt, wie das schön fasrig geworden ist, schön intramuskuläres Fett, also Mörderqualität. Wir haben es dann auf schöne 3-4 cm schneiden lassen. Das verspricht einen geilen Geschmack. Gasgrill ist voll aufgedreht, alles was geht. Dann schnell schauen, dass ihr es auf den Grill kriegt. Wir haben da die Sear Grate drinnen, ohne Ölen. Ohne Salzen, in deinem Fall vergesst den ganzen Schmafu, das kommt dann im Nachhinein, nachdem wie man es mag. Wir schauen jetzt, dass wir sie richtig aufs Fleisch konzentrieren und dazu geben wir jetzt einmal Vorschub, machen jede Seite 2-3 Minuten, dann gebe ich es in die indirekte Zone, dazu trage ich offen die Brenner ab, haue einen Thermometer rein, damit wir einfach sehen, dass wir die Kerntemperatur von 53 Grad Medium Rear erreichen und das geht halt auf einen Gasgrill ideal. Nur das Gesetz, damit der Fettbrand dezimiert wird, einfach einmal weiter drehen. Ist gut, dass das Fleisch anscheinend das Rautenmuster kriegt. Und zusätzlich dezimierst du ein bisschen deinen Fettbrand. Ich meine, in deinem Stück ist halt so, das Fett ist extrem zart, fängt halt zum Tropfen an und deswegen ist es fast nicht möglich, dass man das umgeht. Aber das macht dann nichts, wir branden das schön runter. Temperatur von 52 Grad haben wir punktgenau erreicht. Das ist immer witzig, man denkt sich zuerst um Gottes Willen, das brennt und flackert. Dabei hat es nach den ca. 5 Minuten erst 30 Grad gehabt innen, also in die indirekte Zone eingegeben und investiert in irgendein Messgerät. Das macht so viel aus bei einem geilen Steak. Jetzt gebe ich es noch unter die Wärmelampen oder einfach warm stellen. Es geht nur darum, dass ich jetzt das Eiweiß entspannen kann. Da hinten brennt es auch schon, weil wir machen es ja in zwei Varianten. Und dann gehen wir ans Kosten und schauen den Unterschied an. Und jetzt machen wir es, wie uns die Urgroßeltern gesagt hätten, nur in der modernen Variante und zwar am Lagerfeuer. Dazu ist wichtig, eine gute Holzkohle nehmen wir, bitte keine Briketts oder sonstiges, das was halt irgendwelche eingeschlossenen Öle oder sonstiges beinhaltet, sondern wirklich gute Kohlen. Die haben wir vorher aufgeheizt, dass wir ein richtiges Feuer haben. Richtig schöne Hitze. Das muss dann so ausschauen, damit das schön abbrennt ist und es richtig, wenn ihr das kennt, so flackert quasi auf der Kuhl. Dann nehmt ihr das Stück Fleisch, einmal reinblasen, aufpassen und nicht verbrennen, damit die Flankerl noch weggehen. Und dann müsst ihr zuschauen, wie es prasselt, einfach direkt auf die Flamme. Wir haben es jetzt auf der einen Seite 3 Minuten auf der Kuhlen liegen lassen. Wie gesagt, das raucht anständig. Jetzt ist die Kunst, das Ding da drin zu finden. Boah,
runterzunehmen. Und dann braucht es einen Stecken und tut einfach die Kuhlen, wo es ein bisschen drauf haftet, runterlösen. Und dann auf der anderen Seite auch nochmal 2 Minuten. Schnittbild her würde ich jetzt sagen, wir haben die Temperatur, aber da ist eben die Kunst, das muss man spüren oder im Gefühl haben. Aber es ist ja auch, wie es die Höhlenmenschen gemacht haben, also könnte man sie ja auch roh essen. Na Scherz, das passt schon von der Temperatur her. Ja, gehen wir eins kosten. Das T-Bone Steak hat jetzt rosten können unter der Lampe, ca. 5 Minuten. Dabei haben wir als Caveman Style auch hingeben zum Rosten. Jetzt schneiden wir das einmal an. Und wie ihr seht, richtig schön rosa innen drinnen. Perfekt auf den Punkt. Dann zum Empfehlen solche Salzflocken. Die haben einfach viel Oberflächen, das gibt nochmal einen richtigen Pep beim Kosten und beim Essen. Und so kann man Muttertag super umbringen. Die Mama freut sich, wenn die Buben sich freuen. Jetzt kommen wir zum Caveman-Style und ich muss sagen, ich habe mir das schon ein paar Mal selber gemacht und ich finde den Geschmack, den was der Holzkohlen gibt, also jetzt beim direkten Grün merkst du das nicht, aber wenn du das auf die Kohlen selber legst, ist das ganz was anderes. In diesem Sinne, macht es euch glücklich, macht es die Mama glücklich, gefällt mir drücken, Kanal abonnieren und bis zum nächsten Mal. Einfach ein geiles Aroma, unbedingt ausprobieren. Und in die Kommentare schreiben, wie es euch geschmeckt hat. Ciao, Leute.